So, und damit hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder zurück und ich habe wieder vergessen, den Timer zu setzen, aber alles nicht schlimm. Folge 93 schon. Noch 7 Folgen. Ah, toll, jetzt habe ich da einen Mauszeiger. Jetzt ist er weg. Noch 7 Folgen, bis es das erstmal final gewesen ist mit Quitschibu. Ich habe einen Link in die Videobeschreibung gepackt, in dem kannst du direkt den Kanal Endless abonnieren. Zumindest für den Fall, dass dich das interessiert, was wir hier weitermachen. Aber ich glaube, natürlich steht es dir frei. Ich persönlich weiß ja, ich habe es auch immer absolut nicht gemocht. Och, komm. Wenn Leute da sagen, ich brauche 2, 3, 4, 5 Kanäle. Wozu denn? Warum Kanal Reset? Warum das? Warum Neustart? Warum Kanal löschen? Warum auf einem neuen Kanal anfangen? Ja, ich weiß es jetzt. Man kann nämlich durchaus sich einen Kanal echt ruinieren. Man kann... Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt falschen Content liefert oder sowas. Ne? Also was ich zum Beispiel jetzt total blöd finde, ist zu sagen, ich meine, der Kanal passt wegen der Videos, die ich da gemacht habe, nicht mehr zu mir. Weil das finde ich Quatsch. Denn alles gehört zu unserer Entwicklung irgendwie dazu. Wenn wir als YouTuber groß werden wollen, gehört es natürlich auch dazu, dass wir irgendwo klein angefangen haben. Das ist völlig klar. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es... Also, dass man echt tatsächlich den Kanal so ein bisschen verhunepiepeln kann und dann die Gefahr besteht, dass man nicht mehr wirklich, dass man nicht mehr in die Gänge kommt. Also zum Beispiel, wie gesagt, vielleicht ist euch schon aufgefallen, vielleicht habt ihr schon mal bei Endless reingeschaut, da kann ich wieder Thumbnails bauen, da habe ich, da könnte Infokarten kann ich oben reinbauen, ich kann andere Kanäle verlinken, zum Beispiel die, mit denen ich zusammenspiele, direkt als Infokarte oben drin. Also ich habe da gewisse Möglichkeiten, die ich hier einfach nicht habe. Jetzt habe ich vor allem ein Problem mit diesem Monster da drüben. Ich muss mal jetzt... Pass mal auf. Ich sammle jetzt mal hier erstmal alles ein, was hier so geht. Diese blöden Skelette, das gibt's nicht. Was die für eine Zielgenauigkeit an den Tag legen, ne? Oh, ich habe meine Rüstung schon mal wieder bekommen. Die sollte ich vielleicht auch mal in die Kiste mit oben reinpacken. Jawohl, genau. Komm drauf. Wie kriege ich denn dieses verdammte Skelett da aus dem Wasser? Oder ich muss es anders machen. Ich brauche hier... Ich brauche ein anderes... Ich mache hier unten drinnen... Jawohl! Ich mache unten drin ein Feld. Na, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Das ist da drüben, das ist mir nichts. Das läuft einfach, das läuft schief. Das ist wie mit meinem Kanal, ne? Verhunepiebelt ist das. Also, und weil ich nicht immer nur sterben will, machen wir das Feld da unten rein. Das fressen wir erstmal. Na gut, bei dem kann man wirklich nicht... Ja, toll. Ach, Mann. Das heißt, wir nehmen uns erstmal die Hake raus. 26 habe ich. Wir nehmen noch ein bisschen mehr. So, ich hoffe, das geht gut. So, hier ist auf jeden Fall mein Fahrstuhl. Das heißt, hier kommen wir nicht hin. Aber... So. Vielleicht mache ich hier einfach noch ein Zaunsfeld drauf dann. Aha, du siehst, hier muss Wasser hin. Mehr. Ohne Wasser wird es nichts mit dem Ackerbau. Ich weiß aber nicht genau, wie viele Felder man eigentlich... Warte mal, pass mal auf, machen das mal anders. Ich gehe jetzt mal einfach vom Besten aus und ich mache mal 3 rein. Lass mich mal eben schneller draußen schauen. 3 rein habe ich eigentlich hingekriegt. Das heißt, 1, 2, 3... 1, 2, 3. Da hätte ich noch einen kleinen Weg und Wasser. Wenn ich von hinten reinkomme, da hätte ich jetzt hier noch einen kleinen Weg und... Nee, hätte ich nicht. 1, 2, 1, 2, Wasser. Doch, dann doch so. 1, 2, machen wir es so. Hier kommt Wasser hin.
hoch kann man nicht. So. Dann haben wir hier auch. Eins, zwei. Wassergraben. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das wird noch nicht reichen. Ich muss das Grundstück natürlich noch vergrößern. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt erstmal den Eimer holen und Wasser reinbringen hier. Bevor ich das nächste Mal verhungere. Ach. Na gut, ein bisschen Platz haben wir noch. Brote kann ich auch mal schnell machen. Ich mache mal schnell drei Brote. Drei Brote kriege ich hin. So, und dann wollen wir ja auf jeden Fall die Pilze an den Start kriegen da oben. Dafür brauche ich Steine. So, die alle erstmal rein da. Okay, so, erstmal mal die Brote. Eins, zwei, wie sieht's aus? Satt. Gut. So, als nächstes Eimer wollte ich mitnehmen. Den müsste ich ja noch hier drin haben. Jawoll. Aber wir haben ja auch ein bisschen Eisen. Das kann ich gleich mal hier rausnehmen. Ja, gut, siehst du. Aber das ist noch... Ich verschwende das mal noch nicht für eine Rüstung. Das ist mir noch zu heiß. So. Eimer. Wasser. Wasser habe ich auf jeden Fall genug am Start. Überhaupt kein Thema. Das klappt gut. Auf jeden Fall habe ich weniger Probleme, wenn ich das Mikrofon an den Controller anschließe. Das hatte ich zum Beispiel nicht für möglich gehalten. Es ist aber wirklich tatsächlich so. So. Eine unendliche Wasserquelle. So. Jetzt nochmal haken wir das nochmal schön auf. Jetzt bleibt das nämlich auch so. Habe ich hier noch die Möhren? Ich glaube, meine einzige Möhre, die ich hatte, habe ich jetzt natürlich nicht mehr, oder? Ist sie noch hier draußen? Vielleicht ist sie ja noch dahin gepflanzt. Vielleicht ist sie ja noch vorne. So, 1, 2, 1, 2. Das wird gut. Haben wir Stroh eben im Keller. Sind wir auf der sicheren Seite. Ja, so. Auf jeden Fall komme ich nochmal besser ran ans Essen, an das Stroh, als da draußen. Aber hier muss ich echt, da muss ich den Zaun höher machen. Genau. Ich sehe es nämlich schon, da ist schon der erste Kollege, der hier Bock hat, mich zu ärgern. So. Dann haben wir erstmal die erste kleine Landschaft. Dann bauen wir eben oben auf dem Dach irgendwann nochmal ein Feld hin. Naja, kann man nie genug von haben. So, also das rein da. Das auch rein da. Die Hacke auch rein da. So, das Brot behalten wir, den Eimer auf jeden Fall auch da rein. So, die Spitzhacke. Jetzt gucken wir mal. Ich habe natürlich wieder alles Stein aufgebraucht. Das heißt, ich muss ein paar Sticks haben, muss ich noch machen. Ach, hier haben wir noch einen Apfel. Den habe ich auch schon. Aber der bringt mir nichts. Ich überlege aber gerade, ob man den Apfel eigentlich in Bodenpflanzen keinen Apfelbaum bauen, aber ich glaube, ist der gewachsen auf einer Eiche? Jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher. Ich nehme mal mit, ich guck mal, ob ich den da irgendwo hinsetzen kann. Hier haben wir noch ein bisschen Erde, hier haben wir noch ein bisschen dieses Holz, können wir auch noch verarbeiten, dann können wir uns auf jeden Fall eine kleine Axt mal schnell bauen. Dann müssen wir uns eine Axt aus Holz bauen, jawohl. Das geht dann eben nicht anders. So, ein Schild könnte man ja mal hinmachen hier, nicht? Aber Schilder, im Moment. Eine Holzrohrplatte, eine Tür. Pass auf, eine Tür könnten wir aber gleich mal bauen und eine Holzdruckplatte für oben. Und das können wir gleich mal schnell hinsetzen. Und zwar soll das so sein, dass die Tür soll ja
von außen mache ich sie von Hand auf. Wenn ich auch von drinnen rauslaufe, soll es auf jeden Fall zu sein. So, das heißt. So. Jetzt soll sie sich hinter mir schließen. Und wenn ich jetzt rausgehe, soll sie sich auch schließen. Ne? Aber so kann ich reingehen. So. Sehr gut. Haben wir das auch geklärt? Dann können die restlichen Türen hier rein. Hoppala. Also das mit den... Hallo? So. Jetzt haben wir ein Holzbeil. Eine kleine Holzaxt. Das haben wir ja auch am Start. Gehen wir mal Bäume fällen. Aber guck mal, irgendwie wachsen die Bäume auch nicht mehr. Wofür brauche ich jetzt eigentlich Holz? Ja, egal, ich brauche immer Holz. Aber... Schade, warum wachsen die Bäume nicht mehr? Achso, ich wollte mal kurz gucken. Kann man den denn reinsetzen? Ne, kann man nur essen. Siehst du? Also, einen Apfelbaum selbst kann man wohl nicht. Das wäre natürlich schon cool. Der ist also tatsächlich auf einer Eiche gewachsen. Reiner Zufall. Ich glaube, man müsste einfach nur die Blätter kaputt machen. Dann ist die Chance, dass ein Apfel droppt, relativ... naja, nicht groß, aber da gibt es halt die Chance, dass ein Apfel droppt. Wenn die jetzt einfach nur so welk werden, glaube ich, dann droppt der wohl nicht. Eigentlich, ja, die Schachtel da, die müsste man natürlich noch ein bisschen... Da oben das Vordach können wir natürlich auch schräg machen. Hier unten, da müssen auf jeden Fall noch die Fenster rein. Ich habe noch nicht genug Möglichkeiten, das Haus auszuarbeiten. Bei Survival-Modus ist das ein bisschen schwieriger. Da ist ein Apfel gedroppt, siehst du? Also doch, der droppt auch so. Wenn ich einfach nur die Bäume fälle. Aber irgendwie, mir reicht das nicht. Was ist denn das da? Ist ja nicht sehr schön. Ist da noch ein Stück Stamm irgendwo drin? Nö. Gehalten von der Liane. Auch nicht schlecht. Dieses komische Moos oder was das hier immer ist, das wächst hier alles voll, ne? Ein Apple, Apple. So. Ich glaube, im ersten Mal, man hätte glaube ich gesagt, ein Apple oder die Apple, wenn es mehrere Äpfel sind. Ne? Eine Apple und eine Apple, die Apple. So, hier haben wir noch ein paar. Die Setzlinge sitzen aber schon, ne? Aber der noch nicht. Irgendwas passt hier nicht. So, wir haben ein bisschen Holz erstmal besorgt. Irgendwas passt nicht hier. Die Bäume wachsen nicht und das Getreide wächst auch sehr langsam. So, als wenn der Server wirklich ständig aus wäre. Aber dabei ist das nicht so. Cloud hat den dauerhaft an, kann man fast sagen. Immer wenn er mal ausgeht, manchmal stürzt er natürlich auch ab, dann resettet er ihn sofort, also relativ zeitnah. Das kann also nicht sein, dass der... Aber irgendwie... Och, Mann! War das jetzt ein Creeper? Ein Pfeil? Was war das jetzt? Gut, ich hab erstmal ein bisschen was. Gehen wir mal hoch. So, als nächstes müssen wir doch Stein besorgen, damit wir das da oben mal zukriegen. Wobei das Dach könnte natürlich auch aus Andesit sein, ne? Ich guck mal eben. Also, ich pack mal das Holz alles wieder rein. Es ist hier einfach sonst zu gefährlich, dass wir was verlieren. Ich habe 52 Andesit. Oder ist das Diorit? Warte, wie war das denn? Diorit ist das. Ja, das wollte ich noch höher. Kann ich auch. Ich kann noch höher. Geht ja auch. Dann lass uns doch mal überlegen. Was wäre denn, wenn das Dach jetzt, sagen wir mal, komplett aus Diorit bestünde? Zumindest könnte man es versuchen, symmetrisch hinzubekommen. Aber wir müssen es in der nächsten Folge machen. Ich muss einfach sagen, tschüss und danke fürs Zuschauen. Mach's gut, hau rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.